und ich mache wieder ein kleines Video, okay? Also, wie man sieht, wenn sich Wasserwolken zersetzen, das heißt, Wasser in gasförmigen Zustand, in unsichtbaren Zustand übergeht, ja, und es bleiben nur die Feststoffe, diese Aerosole, unabhängig jetzt davon, wovon sie bestehen, ja, dann reflektiert der Himmel viel mehr. Das heißt, dass Wassermoleküle, die bis zu 90% diffuse Reflexion beherrschen, das heißt 10% Licht absorbieren, ja, diese Festpartikel, diese Aerosole, jetzt noch einmal, unabhängig davon, aus welchen Stoffen sie bestehen, diese reflektieren noch viel mehr wie diese 90%ige Reflexion des Wassers. Ich habe es wieder nicht komplett so gesagt, wie ich eigentlich vorhatte, das zu sagen. Also noch einmal, Regenwolken, ja, also ein Gemisch von Wassermolekülen, sei es jetzt der flüssigen Zustand, eisigen Zustand, naja, da hundertprozentig kein eisiger Zustand, also Feststoff, sondern flüssiger Zustand, ja, Kondens, Tröpfchen an Aerosolen, an Festpartikeln, sonst würde es ja nicht schweben, ja. Also die Wolken, also mit Inhalt des Wassers, ja, sind sichtbar, ja, also weiße Farbe, sag ich mal, ja. Das heißt, dass nicht hundertprozentige Lichtabsorption, sondern gewisse Prozentsatz der diffusen Reflexion. Wäre diese diffuse Reflexion nicht vorhanden, dann könnte man die Wolken gar nicht sehen, ja. Man kann sie nur deshalb sehen, weil sie zu einem gewissen Grad das Licht reflektieren und dadurch werden sie sichtbar. Was eben bei gasförmigen Wasser, nur Wasser, nicht der Fall ist. Ja, das Gas reflektiert nicht, ja, das Licht wird nicht absorbiert, ja, das Licht geht einfach durch. Ja, also schon wird zu einem gewissen Teil absorbiert, so, schon zu einem gewissen Teil reflektiert, aber zu fast 100% geht das Licht einfach durch. Ja, wie viel Prozent, ob 98% oder 95% spielt keine Rolle, weil nur zusammen an die maximal 5% meine Schätzung, ist die Zusammensetzung, wie viel Prozent reflektiert und wie viel Prozent absorbiert wird. Ja? Also man kann davon ausgehen, dass mehr als wirklich die 95% durchgehen unbehindert. Ja? Jetzt da verschwindet das Wasser, verschwindet natürlich nicht. Es wird lediglich gasförmig. Das ist eben der Zustand, wie ich gesagt habe, es wird fast nicht reflektiert und es wird fast nicht absorbiert. Ja? Dass es eben sichtbar werden kann. Ja? Jetzt da bleiben natürlich diese Festpartikel, ja, die es auch in der Natur gibt. Also diese Keime, diese Aerosole, die überhaupt Wolkenbildung, also schwebende Wolken mit Wasserinhalt überhaupt erst ermöglichen. Ja? Sonst gäbe es das Ganze nicht. Entweder würde das Wasser verdampfen und aufsteigen oder runterfallen. Aber dieser Zwischenzeitraum, diese Zwischenphase, schwebendes Wasser in Wolkenformationen,
gäbe es ohne diese Festpartikel mal überhaupt nicht. Und jetzt zurück, wenn so heiß ist, ja, dass dieses schwebende Wasser oder schwebende Eis wieder verdampft und sichtbar wird. Das Einzige, was übrig bleibt, sind diese Keime. Und jetzt geht's um das, welche Eigenschaften diese Keime aufweisen. Jetzt unabhängig davon, ob natürliche oder die künstlich eingereicherte. Also egal jetzt da, wie die schon da hineingekommen sind. Ja, spielt keine Rolle, ob von Flugzeugen oder von Rauchfängen am Boden, das spielt jetzt keine Rolle. Es geht jetzt dann nur um die Tatsache, dass das, was hier sichtbar ist, kein Wasser ist, sondern aufgeleuchtete Aerosole, aufgeleuchtete Festpartikeln. Ja? Also kein flüssiges Zustand, kein Gaszustand, sondern feste Materie. Kleine Teilchen, ja, wenn man das so sieht, muss es auch leichter wie die Luft sein. Sonst würde das runterfallen. Ja, sicher kommen auch Argumente, aufsteigende Luft, Thermik, ja, kann schneller sein als der Fall dieser Partikeln, also resultierend aufsteigend. Das Prinzip von Drachenfliegen, das Prinzip von Fallschirmfliegen, wo die Fallgeschwindigkeit geringer ist als die aufsteigende Luftgeschwindigkeit. Dadurch ist es möglich, eben, dass man entweder gering sinkt oder sogar aufsteigt. Ja? Gut, diese Argumente kann ich verstehen. Ja? Ich kann sie nur nicht verstehen, wenn es nicht heiß ist, das heißt keine Thermik vorhanden, wenn die Keime unter normalen Umständen schwerer sind, das heißt sinken, fallen und sich am Boden ablagern, wenn kein Luft vor, also kein Wind, keine Luftströmung vorhanden ist, ja, beziehungsweise wenn es Tonnenmengen wären, ja, und es schwerer wie die Luft wäre, dann trotzdem gewisse Teile sich am Boden sichtbar ablagern. Das ist auch bei normalen Keimen der Fall. Normale Keime, Staub, ja, kommt tatsächlich zum Boden. Dagegen ultraleichtes Nanopolymer, künstliche Keime, ist fast unmöglich, ist nicht ausgeschlossen von den Millionen Tonnen, was da jetzt da oben irgendwie schweben, egal jetzt da, wie sie da aufgekommen sind, kommen vernachlässigbare Mengen, also zu dem Gewicht da oben, vernachlässigbare Mengen darunter. Wenn es da oben Millionen Tonnen sind und runterkommen 100 Kilo, ist diese 100 Kilo zu den Millionen Tonnen vernachlässigbar. Aber diese 100 Tonnen sind keineswegs vernachlässigbar, was die Umweltverschmutzung angeht, was die Gesundheit der Tiere, Leute angeht und überhaupt die Lebensfähigkeit für die Pflanzen angeht. Ja, ich hoffe, ich habe mich diesmal halbwegs gut ausgedrückt. Noch einmal, ja, also der mutmaßlich blaue Himmel, ja, wird so aufgehellt, ja, durch die summarisierte diffusen Reflexion der aluminiumbeschichteten Nanopolymerpartikeln. Das ist kein Schmäh, das ist die Wahrheit, ja, das ist kein Dampf, ja, das ist kein gasförmiges Wasser. Ja? Das werde so nicht reflektieren. Jetzt haben wir wieder so einen Fall. Ja? Unter der Sonne, ja, nach unten, nach rechts sieht man links von dem Baum, also über dem Dach der Baum. Ja? Da ist ganz kleine Rest Dampf oder
Kondenswasserwolke, ja, die reflektiert auch, ja, das sehe ich mit meinen Augen. Aber interessanterweise ist, dass auf diesem Foto oder Video diese Reflexion von der Wolke, die ich gerade noch sehen kann, gar nicht sichtbar, ja. Dafür ist die Reflexion von dem Nanostaub wesentlich größer wie die von der Wolke. Ja, das ist nur der Beweis, dass das Wasser, also wenn immer noch Wasser vorhanden ist bei diesen Nanopartikeln, die Reflexion der Nanopartikeln gedrosselt wird, erniedrigt wird. Ja? Also immer, wenn noch Wasser vorhanden ist, es reflektiert zwar schon, aber beim Weiten nicht bei der Intensität, wie wenn es dann trockener Staub ganz völlig ohne Wasser wird. Also wenn man sich so den nicht reflektierenden Teil des Himmels, ja, das ist genau so Himmel, so wie der wie hinter mir jetzt da, ja, wenn man sich das anschaut, ja, es ist blau, es ist bläulich, ja, also wenn man nicht kritisch ist, ja, sagt man, der Himmel ist blau, aber ich bin nur in einem Winkel, wo die Nanopartikel nicht reflektieren. Sobald ich in den Winkel der Reflexionen mich nähere, merkt man sofort, ja, dass da diese nicht sichtbare Partikel, weil sie gerade nicht reflektieren und hier aber in dem Reflexionwinkel schon sehr wohl reflektieren, ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das noch plausibler machen kann. No. Also jetzt ist natürlich die Frage, nicht nur, aus was diese künstlichen Aerosole bestehen, weil das wissen wir mittlerweile eh. Ja? Die eigentliche Frage ist, ja, also hier nicht sichtbar genug, hier durch die Reflexion sichtbar, die Frage ist, ja, wenn es so ist, ja, wie viele, sei es jetzt der Liter, Kilogramm oder eine Anzahl der einzelnen Nanokerne, wie viele da tatsächlich, sagen wir, pro 10 mal 10 Kilometer Fläche, ja, mal, sagen wir jetzt die denkbare Höhe, also wenn man jetzt da behauptet, es betrifft nur von Boden bis 10.000 Meter den Volumen. Gut, dann hoch 10.000 Meter. Also wie viel jetzt da in diesem Volumen, ja? Also 10 mal 10 mal 10 in Kilometern, ja? Also so ein Würfel. Wie viel Gewicht, ja? Und wie viel Teilchen das ausmacht, ja? Jetzt da rechnen, wie viele österreichische Bürger, Bürgerinnen, vor allem Kinder, auf die Fläche von 10 mal 10 Kilometer Fläche jetzt gedacht, weil Boden, ja, die wohnen nicht in die Höhe, die wohnen nur auf der Fläche halt oder leben, ja. Also wie viel pro Kopf, pro ein Österreicher oder eine Österreicherin oder ein österreichisches Kind, wie viele Nanopartikeln, Teilchen so anfallen. Das wäre nämlich sehr interessant zu berechnen. Jetzt natürlich auch das Gewicht, was so durchschnittlich ein Österreicher einatmet, ja, und langsam schon statistisch auswerten, ja, wie sich das an die Gesundheit tatsächlich auswirkt. Also jetzt rede ich schon sehr lange nicht mehr, ob etwas existiert oder nicht existiert, weil dass es existiert, das ist eindeutig zu sehen. Jetzt rede ich, wie viel davon existiert. Tja, und wenn es dann solche Auswirkungen gibt, ja, dann kann von der Nicht-Existenz wohl keine Rede sein, oder?